Hallo, hier ist wieder euer Weehawk LP und zwar mit einem kleinen Ankündigungsvideo. Leute, ich hab mir was Nettes Kleines für euch einfallen lassen. Ja, wie ihr vielleicht wisst, Face Noir nähert sich seinem Ende. Das Spiel ist eigentlich von mir jetzt auch komplett fertig aufgenommen. Muss nur noch hochgeladen werden, das muss ich irgendwann mal machen. Und ja, da habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich das schon fertig aufgenommen habe und Duck Quack Attack auch nicht allzu lange mehr dauern wird, weil das Spiel ist, glaube ich, relativ kurz irgendwie. Ich habe jetzt 10 Parts aufgenommen und ich weiß nicht, wie viel da jetzt noch kommt, aber es scheint nicht allzu viel zu sein. Ich denke, dass ich da unter 20 Parts vielleicht sogar durchkomme. Und das heißt, es ist wieder Zeit für neue Projekte. Da habe ich mir jetzt was sehr, sehr Nettes für euch einfallen lassen. Da pack ich euch, aufgepasst, da pack ich euch 2 Super Mario 64 Hacks obendruf. Ja, Leute, zum einen das lange angekündigte Super Mario 64 Star Revenge von Brodude. Ein Super Mario 64 Hack von Brodude, der mir das schon vor einem Dreivierteljahr gesagt hat und ich ihm schon ungefähr seit einem Dreivierteljahr schon verspreche, dass ich es mal let's playen will. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Aber, Leute, das ist nicht die Version, die ich im November noch angekündigt hatte im Rahmen meines 3-Jahres-Specials. Es handelt sich hierbei um die sogenannte Redone-Version. Diese neue Redone-Version enthält neue Texturen. Also Mario sieht ein bisschen anders aus, ist nicht mehr so orangehaltig wie bei dem ersten Star Revenge. Also die Texturen sind ein bisschen anders und ich glaube, er hat auch ein paar Sterne irgendwie anders gemacht oder ein paar Missionen vereinfacht oder umgemodelt, wie auch immer. Irgendwas hat er da, glaube ich, gesagt. Und ja, diese Version will ich zeigen, die Redone-Version. Das wird jetzt demnächst schon starten, weil ich ja jetzt im Moment halbwegs freie Ressourcen habe. Ich habe zwar noch das Community-Interview jetzt demnächst mit Poki und schreibe auch demnächst wieder eine Klausur, also ein bisschen Zeit werde ich mich dem auch widmen müssen, aber nichtsdestotrotz, Star Revenge ist so ein Projekt, was ich auf jeden Fall für die nächsten Tage schon geplant habe. Oder zumindest mal noch im März, sagen wir es mal so, zumindest mal noch im März wird Star Revenge beginnen. Ich freue mich drauf. Aber Leute, das ist noch nicht alles. Ich hab da nämlich noch was für euch. Nämlich die Super Mario 74 Extreme Edition von Luke Millard. Ja, Leute. Und zwar nicht irgendeine Version von der Extreme Edition, sondern, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, hat er mir eine Version gebastelt, die ungefähr die ersten 10 Sterne des Spiels enthält und die mich bis zum ersten Bowser-Kampf bringt. Er hat da nochmal ein paar Texte abgeändert, so ein bisschen auf meinen Humor zugeschnitten, glaube ich. Also so eine sogenannte Rüdigor-Version, wenn man so will. Eine Weehawk-LP-Version. Und ja, die werde ich zeigen. Wenn ich ihn jetzt nicht komplett falsch verstanden habe, hat er da irgendwie nochmal was gemacht. Und ja, ich werde die komplette Extreme Edition nicht zeigen können, weil es ist einfach viel, viel zu schwierig für mich. Ich würde wahrscheinlich ewig brauchen. Es wäre ein Save-State-Counter, der von Ekusara schon gar nicht mehr zählbar wäre. Und das will ich euch nicht antun unbedingt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch diese Version von der Extreme Edition, die er extra gemacht hat. Und ja, schau mal, wie weit ich da komme. Die Super Mario 74 Extreme Edition von Luke Millard in einer ganz besonderen Version. Ich freue mich drauf. Das wird wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, ob ich es zeitgleich mit Star Revenge starte. Wahrscheinlich werde ich es ein bisschen zeitversetzt starten, erst so im April rum. Müssen wir mal abwarten, weiß ich noch nicht genau. Ja, ein Hack von Luke Millard, das kann ja nur genial werden. Man kommt hier irgendwie gar nicht so wirklich um Luke Millard drum rum, wenn es mit mir zu tun hat. Auf meinem Kanal war es Super Mario 74, auf High Five United ja derzeit Klüger Kart, auch ein Super Mario Kart Hack von ihm. Ja, und sogar bei Sekeanu 88's Mario Kart Wii Community Projekt, sogar da ist er letztens mitgefahren. Also irgendwie, ich komme irgendwie nicht um den Luke Millard drum rum. Und das ist vielleicht auch mal eine schöne Gelegenheit, wenn wir schon mal vom Luke Millard reden, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen Werbung für ihn mache. Er ist ja auch Let's Player, er ist ja nicht nur ein super toller Hacker, sondern er macht ja auch Let's Plays und wie viele Let's Player hat auch er im Moment mit einem ziemlich starken Zuschauerschwund zu kämpfen. Und das finde ich eigentlich, bei ihm finde ich das ein bisschen schade. Er nimmt zwar jetzt, sag ich mal, nur mit Kamera auf, es ist jetzt vielleicht nicht so unbedingt die feinste und tollste Bild- und Soundqualität, aber man muss ihm zugute halten, die Spiele, die er spielt und vor allem die Art und Weise, wie er sie spielt, ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also
Er ist ja ein absoluter Pro-Gamer. Ich habe das bei Diddy Kong Racing, habe ich erst bei ihm gesehen. Bei Blast Corps, wie er mal eben locker flockig alle Platin-Medaillen holt. Banjo-Kazooie würde ich euch sehr ans Herz legen. Also ich würde von mir selbst behaupten, ich bin ein ziemlich guter Banjo-Kazooie-Spieler. Also wenn ich da wirklich mal ernsthaft auf Zeit spiele, komme ich da sogar auf ganz gute Zeiten. Aber die hat er mit links geschlagen, also ohne große Probleme. Das war der absolute Hammer, was er in diesem Let's Play gemacht hat. Und Donnerwetter, da war ich also wirklich beeindruckt. Und insofern würde ich mich freuen, wenn ihr ihm auch mal eine Chance geben würdet. Das ist vielleicht auch, ja, vielleicht auch mal eine kleine Wiedergutmachung von mir, dass er immer so ein bisschen sich die Klüger-Lord-Sprüche anhören muss, was er jetzt mittlerweile auch auf die Kommentare von euch ein bisschen umgeschlagen hat. Wenn ihr seht, dass Luke Millard irgendwas geschrieben hat, dass dann oftmals Kommentare kommen wie, ah, du bist ja auch der Klüger-Lord, sowas. Und ja, ich denke mal, da wäre es vielleicht mal ein feiner Zug, auch mal für ihn zu werben, auch mal zu sagen, er ist eben nicht nur der Klüger-Lord, sondern er macht eben auch Let's Plays. Und vielleicht könnt ihr ja mal reinschauen, würde mich sehr freuen. Ja. Gut, Leute, also, die Super Mario 64 Hackwochen, sie stehen kurz bevor. Ich werde erstmal noch Face Noir abschließen und dann sehen wir mal weiter. Okay, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal, euer WeHawk LP.